War das von dir? Was? Da war doch ein Furz, ne? Ich glaube, ich habe das erste Mal Daddy furzen hören. Nein, das ist hier. Sowas macht er nicht. Genauso wie Frauen auch nie groß machen. Nein, natürlich nicht. Nee. Ne, oder? Nie. Ich mach schon oft groß. Du bist auch keine Frau. Nein. Ja, Jungs dürfen das ja auch. Ja. Machst du auch schon mal groß? Es geht nicht anders. Du bist ja jetzt Profi. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. So. Nächste Runde. Die Schröder ist mal wieder mit dabei. Diesmal mein drittes Spiel. Richtig, genau. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Spannend wird's. Wie die Warband aufgestellt ist, schauen wir gleich nochmal durch. Die Kollegen, die beim letzten Mal mit dabei sind. Willi, der zum Glück wieder mit dabei ist, der mich einen Flamer gekostet hat. Aber was macht man nicht alles für die Familie, die zusammenbleibt. Ne? Und mal schauen, ob vielleicht noch ein neues Familienmitglied mit dazukommt, das sich irgendwo gefunden hat. Schauen wir mal gleich. Wir werden hier Zeichen hinter der Kamera gegeben, die gleich bestimmt rausgeschnitten werden. Das Zeichen war so. Er sollte heißen, er könnte noch sagen, jetzt gucken wir erstmal auf die Karte. Natürlich, ja. Jetzt gucken wir uns aber erst nochmal die Karte an, wo denn die Reise hingeht. Von dem Punkt, wo ich bisher war, nach Mordor. Wahrscheinlich. Falsches Spiel, ja, aber auch geil. Verdammt, richtig, genau. Also, weiter ins Wasteland rein, weiter zur Mitte, das nächste Feld. Richtig. So, unser Krater hier wieder. Und hier kann man ja sehen, dass sich Familie Schröder ja eins, zwei Dinger hier schon gepackt hat. So, wo wollten Sie denn jetzt hier nochmal hin? In den Vault, ne? Ich möchte gerne hier rein, richtig. Mal gucken, ob es im Vault was gibt. Ja. Da fällt mir gerade ein, wir bräuchten mal einen Abweichungswürfel. Nehmen wir einfach diesen dort. Ach nee, das geht ja nicht, weil wir haben ja, wir brauchen einen richtigen Abweichungswürfel, weil wegen stehen bleiben. Weil dieses Ding, was hier ein Signal macht, das bewegt sich ja von irgendwo nach irgendwo. Oh, hier kommt gerade ein Würfelgehilfe. Wunderbar, ein Abweichungswürfel. Du hast die Ehre, für dieses komische Signal, wo man ja immer noch nicht genau weiß, was es ist. Man hört immer nur Waren, Reliktwaffen, Waren. Also man kann eigentlich davon ausgehen, es ist irgendwas, was da vertickt wird. Und es bewegt sich. Naja, mal schauen, wo geht's denn hin? Oh, es geht weiter quasi so. Das heißt, es geht quasi hier hin. Oha! Da. Es ist von dir weggefahren. Ja. Näher in Richtung gar keinen. Hier hat nämlich noch keiner irgendwie ein Feld. Oh, cool. Ja gut, also für dich wird das Signal leiser. Vielleicht wird es irgendwann wieder lauter. Ja, vielleicht. No? Schauen wir mal. Gut, also du bist hier. Ja. Dann kommen wir jetzt nochmal zu deiner Warband-Vorstellung. Dafür bauen wir nochmal kurz um und dann geht's los. Das sind sie, Familie Schröder. Wieder alle zusammen. Wie gesagt, neu dazugekommen ist Haley. Haley ist das Schwesterchen von Bunny. Man weiß immer noch nicht, ob jetzt... jetzt habe ich was gesagt. Man weiß ja gar nicht, ob Schwesterchen... Doch, Schwester muss es ja sein, weil sie ist ja weiblich. Jetzt fängt es an. Also, man weiß immer noch nicht, was hier drin steckt, Junge oder Mädchen. Kann sein, dass es der Bruder ist, kann sein, dass es Schwester ist. Wer weiß. Haley gehört mit zu den... oder zählt zu den Youngins. Von den Werten her MU5, MIDI 4,
Allerdings plus 1 wegen einer Light Weapon. Ranged 5, Stranged 5. Allerdings auch hier plus 1 für eine Light Weapon, weil sie mit 2 Light Weapon ausgestattet ist. Metal 5, Defense 6 und eine Wunde. Heli rennt, ja, wie man sieht, leicht bekleidet rum, weil es ist heiß. Ob sie einen Sonnenbrand auf dem Arsch kriegt, ich weiß es nicht. Aber das Rosentattoo ist immer noch da. Es bleicht nicht aus. Mal schauen, was sie so reißen kann. Wir werden sehen. Dennis hat sich aufgestellt. Und zwar oberirdisch zum Eingang des Vaults. Das Level läuft ein wenig anders ab als die anderen. Da wird nicht ausgewürfelt, von wo man startet. Es gibt immer eine festgelegte Region. In diesem Fall ist es diese Kante. Wie man sieht, gibt es da ein Kontrollzentrum. Da ist dieser Eingang von dem Vault. Hier sind eins, wo ist der zweite? Oh, zweite NPC ist direkt dran, die da so rumdödeln. Dennis muss es schaffen, um wirklich in diesen Vault reinzukommen, weil das ist ja schon was Besonderes, innerhalb von 2 Runden mit einem Intelligenztest dieses Terminal hier zu hacken und da halt dann reinzukommen. Wenn er es nicht schafft in 2 Runden, hat er dann trotzdem noch 8 Runden Zeit, um auf diesem Gelände irgendwie was zu machen. Nur das Gebiet geht dann halt nicht an seine Hände und nichts außer er kann hier 4-fach looten, haben wir hier gefunden. Also haben wir ausgewürfelt mit dem W4 Würfel. So, da kann er sonst noch ein bisschen looten, ein paar Zombies klatschen. Wenn er es nicht schafft, genau, er gibt auch noch einen W4 Würfel auf Zombies, die da durch den Krach und Alarm und so halt aufgeweckt werden. Die kommen dann auch nochmal automatisch auf die Map. Entweder klatscht er die weg oder kann dann über die Straße das Gebiet wieder verlassen und dann kann jemand anders das versuchen, mit diesem Vault da reinzukommen und den sich zu eigen zu machen, oder er versucht in der nächsten Runde nochmal. So sieht es aus. Genau. So, du hast die erste Runde und kannst eigentlich direkt anfangen. Erste Runde sind wir wieder live dabei, danach geht's wieder in die rundenbasierten Zusammenfassungen. Starten wir mal jetzt. Dann schauen wir mal. Als erstes den Volker Firstborn. Volker Firstborn. Volker. Unending Pain. Ja, da muss ich ja noch drauf achten. Er kriegt minus 2 auf seinen Aktivierungswert, auf den Metalwert. Kriegt aber plus 1 von Paar, ne? Wegen Motivator. Das heißt, in der Motivator. Ich habe nichts gelesen, dass sich das Ganze irgendwie aufhebt. Oder nee, ist richtig. Das heißt, wir haben also eigentlich nur einen Abzug von minus 1. 1 auf deinen Metal-Wert, genau. Also auf die 5. Nein. 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 Eine Aktivierung. Ja. Das bedeutet aber, dass er jetzt durch diese Regel Unending Pain auf den nächsten Gegner zustürmt. Da müsste ich nochmal ganz genau nachlesen. Ja. Wo haben wir denn? Die Regelbücher sind dort hinten im Regal. Genau dort. Und dann lesen wir nach und dann kommen wir gleich wieder. Okay. Wir haben nachgeschaut. So, Dennis, also was ist sein Problem mit Volker? Was hat er für ein Problem? Er hat Schmerzen. Volker hat unendliche Schmerzen und also nochmal neu. Volker macht jetzt einen Intelligenztest mit einem Modi von minus 2. Das heißt also 6. Eigentlich jetzt. Intelligenztest war auf dem Metal-Wert, ne? Genau, richtig, sollte man dazu sagen. Also besteht jetzt auf die 6 plus. Ja, richtig. Ja, machen wir das doch mal. Ja. Er besteht's. Ja. Damit passiert nichts und er kann ganz normal aktivieren. Zumindest versuchen zu aktivieren. Hätte er das jetzt nicht geschafft,
wäre der jetzt auf den nächsten Gegner in seiner Nähe losgegangen. Richtig, und weil der komplett durch den Wind ist. Ja? Man könnte dann nachher nochmal probieren mit einem neuen Intelligenztest, der keine AP kostet, ihn wieder zur Besinnung zu bringen, aber in dem Fall ist alles gut gegangen. Er kann jetzt ganz normal versuchen zu aktivieren. Cool, gut erklärt. Das heißt jetzt aber auf die normalen Metal 6, das heißt auf 4 Plus. 6, richtig, genau. Oh, cool. Ja, voll. Passt. Okay, Volker ist ja der hier vorne mit Marm auf dem Arm. Sehr geil bemalt, das Mini. Da kacken wir dann weiter zocken. Arbeiten, arbeiten. Oh, hier arbeiten. Auch, wir haben hier schon Spoiler. Spoiler. Oh, musst du schneiden, Bro. Der muss raus. Das musst du irgendwie so, dass man es vielleicht schon so. Oh, da kommt was und dann. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Volker will hier rüber klettern. Okay. Du brauchst nicht klettern eigentlich, weil ja, deswegen habe ich so hingebaut. Da kannst dann du zwängt durch. Er sich da ja. durch. Er zwängt sich durch. Also normale Bewegung. Normale Bewegung, ja. Normalen Charge auf. Ja. Okay. Also du charge natürlich voll rein. Ja. Gut. Einmal die Marke. Das vergesse ich das wieder gern. Warum? Du schadest doch rein. Du kannst jetzt direkt den ersten Nahkampfangriff machen und danach nochmal einmal angreifen. Was ja soll ich es erst gleich hinlegen? Wenn du fertig bist. Gut, dann mache ich es gleich natürlich. Wenn er komplett aktiviert ist, genau. Wenn er fertig ist. Ja, wenn er fertig ist, genau. Dann machen wir erst die eine Sache zu Ende. Also. Wärst du aufgeregt? Ja, weil er will in den Vault rein. Ich will da rein, ja. Und dann steht der Depp davor. Gibt's ja nicht. Ja, und noch einer hier, voll in deiner Warbrand hier. Gleich. So, okay. Volker, Stärke 5 plus 1 wegen seiner Light Weapon. Ja, du musst erst auf den Mini-Wert, ob er. Natürlich. Ne, Nahkampf, so da hast du plus 1 wegen. Was? Plus 1, warum? Auf 1? Das ist eigentlich nur seine Skin-Armor, die bekommt da. Ne, nicht hier, weil Mini steht da plus 1. Ja, ja, aber das war von mir falsch hingeschrieben. Wäre so. Es ganz normal bei 6. Okay. Und. Genau, was spielen wir jetzt hier? Zombies oder was sind das hier? Oh, dafür brauche ich mal den Datensheet, weil da habe ich die Dinger nicht im Kopf. Mein Gott, völlig unorganisiert. Vorbereitung alles. Ja, haben wir überhaupt nicht hier. Aber wir sind ja auch schon wieder bald 12 Stunden hier in diesem Raum. Welche haben wir? Ich will mal Degenerate sagen. Ist es aber nicht, es sind irgendwelche Spasten. Schau mal unter S nach. Was ist das? Wandering Mutants sind das. Wandering oder Wandering? Also Wandernde. Wandering. Wandering. Sie wundern sich nicht? Sie wundern sich auch. Oh, warum ist mir eigentlich so? Oh, den ganzen Tag. Wandering, Mutation, Mutantens. Und wir suchen und wir suchen. Wir finden ihn nicht. Ja, also das machen wir jetzt nochmal einen Break. Aber bei W hätte die nachgucken können und den finden können. Also es heißt nicht Wandering oder Wandering Mutants, sondern Wild Mutants. So, deswegen haben wir es auch nicht gefunden. So, ich mache einmal den Data Cheat. Also wichtig ist nur Melee 4 und Strange 6, Defense, Strange 5. Also 4, 5, 6. Geil. Ach nee, Metal auch, alles klar. 4, 5, 6. Gut, habe ich. Gut. Gut. Okay, also. Das heißt, rein. Ja, du schaust rein mit, mit einem 6. Und ich habe Melee 4. Das bedeutet 2 plus auf dein Würfelergebnis. 8, 7, du hast du gewonnen. Ja, du triffst. Stärke. 6. Plus 1. Ach nee, 6, genau. Genau. Und ich habe Defense 6. Das heißt 1. Eins ausgeglichen, das heißt, ich bin in der Defense, tust ihm nichts. Kannst du nochmal? Das gleiche nochmal. Wieder 2 oben drauf. Genau. 4. Hast du wieder? Trifft. Ja. 7. Platt gemacht. Das war's. Gut. Erste Aktion. Jetzt kannst du deinen Kronkorken da hinlegen, wenn du möchtest. Gerne. Der ist aktiviert. Ist dann.
geht man natürlich als erstes. So, was möchte er als nächstes machen? Also ich hätte ja schon eine Idee. Erfolg ist ja für dich. Ja. Du bist mit deinem Nächsten dran. Du willst ja in diesen Vault rein. Deswegen würde ich jetzt Bunny erstmal nehmen. Ist Bunny intelligent? Weil du musst dich ja in dieses in diese Konsole reinhacken. Oh, die steht übrigens falsch rum. So. Und dafür muss man schon etwas intelligenter sein, sonst wird es schwierig. Dann, ja, dann wäre es doch besser, wenn wir Paar nehmen. Ne? Weil Paar, das, ich denke auch. Der hat es drauf. Ja. Na gut. Okay. Also Paar. Erstmal schauen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf die 3. Nein. Oha, oha, oha. Paar muss jetzt hier seine 6 Zoll, oder wie viel kann er? Er kann 6 Zoll, ja. Das hat er fertig gemacht. Aber die ganzen 6 Zoll wird er sich nicht bewegen, um weiterhin noch in der Entfernung zu bleiben, um seinen Motivator-Skill auf die restlichen Familienmitglieder wirken zu lassen. Okay. Wer kommt als nächstes? Was ist denn mit dem Schwein? Hat das Schwein, das Animal, hat das Intelligenz? Das frisst die Luke auf. Das nagt so lange, bis es auf ist. Na, 5. Aber du bist schnell da, weil es hat, glaube ich, einen Move-Wert von 7, oder? Das Schwein ist, hat einen 6er. Ja, weil du musst überlegen, du schaffst jetzt eigentlich nur ranzukommen. Und das heißt, du hast dann nur noch... Eine Runde kann man dann aufmachen. Also erstmal ja, aber du hast dann, wie möglich ranzukommen. Genau, weil du hast nur noch dann eine Runde, um das zu hacken. Also ran, 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 ne? Das Schwein. Das Schwein. Das Schwein. Auf die 4. Ja, erfolgreich aktiviert. Das Schwein ist schon mal an der Luke. Das hackt jetzt, oder? Nee, kann ja nicht. Das kann ja nur in der entscheidenden zweiten Runde hacken. Das Schwein. Ja. Das Schwein. Das Schwein. Ja, den Rüssel, hallo? Es gibt auch Affen, die automatisch auf die Farben und dann kommt die richtige Banane. So also, außerdem ist es ein Wasteland-Mutantenschwein. Es ist schon etwas intelligenter. Durch die Strahlung, wie man weiß. Ich würde einen Vault auch so sichern, nur mit so dreier Farbkombo und dann musst du einfach nur hier. Ja, aufnehmen. Genau deshalb, ja, weil ja alle denken, es ist voll der komplizierte Code. Checkt das aber keiner. Genau, alle wollen da voll die Wissenschaft draus machen. Dabei sind es einfach nur drei Farben. So. Na? Ja, dann. Ja, achso. Genau. Ein Paar hatte gerade nicht erfolgreich aktiviert. Da habe ich jetzt verkackt und nicht aufgepasst, weil ich wäre dann dran gewesen. Gut, das Schwein hat jetzt aktiviert. Jetzt ist aber mein Zombie da mal dran. Ja. Ich aktiviere meinen Zombie mit dem Mittelwert von 5, also auf die 5 plus. Aktiviert. Und er haut gegen Billy. Billy, ja, genau. Weil ich bin direkt schon im Base-Kontakt, warum auch immer. Hau ich jetzt mit dem Milliwert 4 zu gegen dein Milliwert. 4. Ich haue erfolgreich zu. Ich schlage mit Stärke 5 auf deine Defense. 7. Oh, 2 plus für dich. Ich habe eine 9. Oh. Billy fällt um. Das war's dann wohl. Ja, ist ja noch nicht sicher. Billy fällt um und ich charge direkt zu Willy. Ja. Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's gemein. Also. Willy. Ja. Ich versuche erstmal in Nahkampf zu kommen mit 4 plus. Ja, schaffe ich. Jetzt, achso, Moment, sorry. 4, du hast einen Milliwert von? 3. 3, das heißt. Echt nur 3? Mhm. 4 steht da. Ja, minus 1. Oh, fuck. Okay. Habe ich also geschafft. Dann komme ich jetzt in den Nahkampf. Das ist 5. Gegen 6. Habe ich nicht geschafft. Gut, damit steht der Zombie da. Da ist er aktiviert. Damit bist du dann dran. Heute alles ein bisschen custom hier. Dann aktiviere ich als nächstes Willy. Ja. Auf die 5. Ja, ist aktiviert. Versucht einmal den Zombie zu klatschen.
Okay, du bist schon im Base-Kontakt, das heißt, du kannst sofort mit deinem Mili-Wert gegen meinen Mili-Wert. Mili 3 gegen? Mili 4. Plus 1 für mich. Hast du? Passt. Stärke 6. Gegen Defense 6. Nein. Nix. Das gleiche nochmal. Ja. 4 gegen 3. 5. Ja, schaffst du. Und jetzt? 6 gegen? Boah. Gegen, ja, leider nicht. Nicht. Nichte. Also ist der auch aktiviert. Nur nochmal hier noch Aktivierungsdinger raus. So. Gut. Dann hast du noch Mojo. Mojo. Ja. Mojo versucht zu aktivieren. Auch hier auf die 4. 5. Das passt. Warum auf die 4? Moment. Mojo hat 5, ja, genau, plus paar. Okay, genau. Richtig. Also auf die 4. Gut, ja, schafft er. Ich würde rennen, Junge, du musst an das Ding ran. Ja, die lassen auch da hinten erstmal Willi alleine. Das passt. Also, zweimal bewegen macht insgesamt, der ist ein bisschen langsamer, mit jeweils 4, also 8 Zoll weit. Die startet er auch durch. Ja, das heißt, in der zweiten Runde kannst du trotzdem noch, wenn alle Stricke reißen, mit zwei Aktionen hin und mit der nächsten dann erfolgreich hacken. Also scheiße ist es nicht ganz. Also ja. Dann machen wir den Neuzugang. Ja, die Youngins. Aktiviert auch auf die 4. Ja. Passt. Auch sie flitzt. 6 Zoll oder was kann sie? 5. Auch sie geht komplett einmal, komme ich da durch? Da kommst du durch, echt. Schon, ne? Da machen wir direkt die 10 draus. Ja, kommst du ran. Ja. Steht hier, kippt um. Jetzt aber. So, Buddy bleibt übrig. Auch Bunny auf die 4. Schafft es nicht. Aber bewegt sich trotzdem 6 Zoll weit. Und stellt sich ein Stück vor Mojo. Gut. So. Das wär's. Das wär's. Gut, damit haben wir die erste Runde. Das heißt, jetzt machen wir hier aus und machen dann jetzt immer rundenbasierte Zusammenfassung. Sprich, jetzt kommt die zweite und letzte Runde. Und dann werden wir mal sehen. Ja, genau, hoffentlich, weil wir wollen ja in den Vault. Und melden uns gleich wieder. Der Youngins, die nette neue Dame, hat es geschafft, in der ersten Runde quasi, beziehungsweise in der zweiten Runde, da war sie nämlich dran, beim zweiten Versuch das Terminal zu hacken und die Luke ging mit einem Quietschen auf. Alte Luft entweichte aus dem Deckel des Zugangsschachtes und automatisch öffnete sich die Klappe und sofort sind alle reingestürmt und haben natürlich den Deckel erstmal zugemacht und sind jetzt in dem Vault. Der Vault, das ist ein seltene Hinterlassenschaften einer vergangenen Zeit, wo aber noch viel Stuff zu holen ist, weil der nicht so leicht zugänglich ist. Ich mache jetzt einen kleinen Rundgang mit euch. Es war mal eine Datentransferstation, sehr wahrscheinlich, um irgendwelche Sachen zu ermitteln oder auszuberechnen, keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Es sind auf jeden Fall viele technische Sachen hier und sind aber auch, glaube ich, noch einige ehemalige Vault-Bewohner sehr wahrscheinlich hier in diesem Vault. Jetzt gibt es erstmal diese Rundführung und dann noch eine kleine Erklärung. Also, wir starten hier. Genau hier sind sie runtergekommen. Und wir haben hier jede Menge Räume. Gespielt wird auf einer 24 Zoll Platte. Es gibt hier viel zu erkunden, wie man sieht, auch einiges an Loot-Punkten und viele Türen, wo man nicht weiß, was sich dahinter versteckt. Gespielt wird so,
Wenn man einen neuen Raum betritt, wird ein W4-Würfel gewürfelt und so viele Kreaturen sind dann in dem Raum vorhanden. Dagegen muss dann gekämpft werden. Oder man rennt einfach durch. Es gibt ja auch noch so ein paar andere kleine Gimmicks. Zum Beispiel, alle Räume sind entweder so zu erreichen oder durch Türen. Oder dieser Raum hier, haha, man weiß es nicht genau. Vielleicht kommt der ein oder andere drauf, wie man denn hier rein könnte in diesen geheimen Raum. Aber da werden wir mal sehen, wie intelligent unser Mitspieler ist, um das rauszufinden. So, ja, dann hast du 8 Runden Zeit, so viel zu looten, wie du willst. Eins steht schon mal fest, das Grundstück gehört dir schon mal, weil du es geschafft hast, eigentlich in diesen Vault zu kommen. Also den Grundstückplatz könntest du dir schon mal sicher sein. Ja. Und ja, jetzt kannst du so viel looten, wie du magst und mal dein Glück versuchen. Okay, dann fangen wir an. Genau, es gibt wieder Rundenzusammenfassung. Jetzt lassen wir erstmal den Dennis spielen und dann sehen wir uns gleich. Ja, wie ihr seht, hat sich noch nicht viel getan. Und zwar aus einem Grund, weil hier haben sich noch ein paar Sachen ergeben. Und da haben wir uns entschlossen, das doch mal live zu machen, weil es ja cool ist. Also, wenn man einen Raum betrifft, haben wir ja gesagt, wird dann mit einem W4-Würfel gewürfelt, wie viele Monster in diesem Raum dann spawnen. Wir haben jetzt gerade mal, weil wir ja hier auch so ein bisschen die Regeln selber gemacht haben, weil Vault gibt es in diesem Regelbuch nicht. Nehmen wir mal an, Bunny, oder wir spielen jetzt einfach mal den Bunny, damit ihr das mal seht, genau. Genau. Dann aktiviere ich Bunny aber dann nochmal, ganz normal. Ne, der hat ja aktiviert. Der hat schon aktiviert. Hat gut, aktiviert, okay, genau, dann fangen das wir haben da wir an, machen wir da weiter. Also, Bunny hat eine 7, ich habe eine 7 für Bunny gewürfelt, ja. Bunny möchte in diesen Raum rein. Ja. Ja. Und hat, 6, und hat 6 Zoll Bewegung. Genau. Deswegen haben wir es so gemacht, Bunny geht, beziehungsweise jede andere Figur, die in einen Raum rein möchte, geht bis zur Türschwelle. Das ist jetzt 1 Zoll. Bleibt stehen. Dann haben unsere beiden Bunkerspezialisten gerade erzählt, die jetzt dort malen. Was machen sie denn da überhaupt? Oh, was gibt's denn hier? Oha, 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 okay, nicht spoilern. In dem Moment pausiert das Spiel. Es wird ein W4 von dir gewürfelt, lieber Dennis. Ich entscheide auch selber mein Schicksal. Genau, sonst heißt es wieder hier haha und so. Oh, natürlich, es ist der Dennis. 4 Monster sind da. Jetzt wird auf der... Achso, nee, wir haben ja gesagt, es sind ja Wolfbesucher. Es sind dann wieder diese komischen Typen da. Die wandelnden Mutanten. Die eigentlich wild sind. Genau. Die eigentlich wild sind. Deshalb immer unter S nachgucken. So, da haben wir ein. Oh, da haben wir einen zweiten. Oh, die Bases müssen wir dann nochmal demnächst etwas feiner gestalten. Einen dritten und einen vierten Kollegen. Ja, jetzt hast du noch deine Restbewegung. Ja. Wo ich jetzt entscheiden kann, ob ich in den Raum reingehen möchte und mir das Ganze antun will, oder ich rausgehe bzw. nicht reingehe. Richtig. Ja. Ist natürlich die Frage, was bringt's, weil die werden sich natürlich in meine Richtung bewegen. Je mehr ich also links liegen lasse, desto mehr habe ich nachher am Arsch. Ja? Das ist einmal so. Können die denn Türen öffnen? Oder sind die nur in Zombies? Orten, Zombies, also diese Mutanten, können die Türen öffnen? Von sich aus nicht, also die Tür einmal offen ist, ist sie offen. So. Wir hatten mal ein Spiel, leider kannst du das jetzt hier nicht machen, aber wir hatten mal ein Spiel. Ein Level, da war das so, zum Beispiel, wenn jetzt hier, sagen wir mal, ich nehme es jetzt mal weg, ein Spind gestanden hätte, könnte so ein Brute-Typ diesen Spind da reinschieben, um sich halt den Rückweg zu erleichtern und zu versperren. Das geht hier aber leider nicht. Wäre aber hier eine coole Aktion gewesen, haben aber die Bunkerarchitekten nicht bedacht. Ist ja nicht der einzige Bunker und es ist halt das erste Vault. Ja,
Wie ihr seht, es sind noch so ein paar kleine Lücken drin. Wir versuchen aber trotzdem, das so zu machen, dass es jetzt hier nicht irgendwie zu einfach oder irgendwie unausgegoren ist. Deswegen gibt es hier so ein paar kleine Haspler. Du könntest jetzt entscheiden, nimmst du deinen Restlaufmeter, weil eine Aktion hast du jetzt definitiv schon verballert, ja. Ob du stehen bleibst oder nicht. Ja, also irgendwas. Du könntest quasi jetzt mit der ersten noch, weil es von den Metern reichen würde, direkt chargen und könntest dann nochmal reinkloppen. Mhm. Oder du kannst was anderes machen. Wenn ich jetzt hinten zu dem Lootpunkt komme, dann kann es allerdings sein, dass mir noch mehr Viecher entgegenkommen. Ne? Noch mehr? Ja, wenn du scheiße lootest. Und ich meine, es ist ein einzelner Spind, aber auch da wird gewürfelt. Und wenn da 6 Kreaturen irgendwie drin sind, sind da halt. Es ist vor allen Dingen ein einzelner verbeulter Spind, also noch weniger Volumen eigentlich. Aber irgendwie sind da vielleicht welche drin oder auch eine Reliktwaffe. Ja. Man weiß es Man weiß es nicht. Bunny charged rein. In wen? Ich messe einmal nach. Kannst eigentlich in alle, weil du bist erst einen Zoll gelaufen. Und ich entscheide mich für den hinteren. Oh, gut. Okay. Ja, dann. Ja. Bunny hat einen Würfel. Ja, mach mal hier am besten. Ja. Bunny hat einen Milliwert von 3. Ich von 4. Warum ist dein Milliwert so schlecht? Wegen der Heavy Weapon. Okay. Aber das passt. Ja. Dann Stärke 7. Ja, gegen Defense 6. Plus 1 auf dein Würfelergebnis. Das ist eine 9, das muss ich mit dem Crit machen. Hätte ich nicht. Hast du den ersten Zombie schon weggeklatscht. Sehr gut. Ja, legen wir mal so hin, der ist tot. Verzeihung. Der ist einfach nur tot. Habe ich ihn nicht rausgeschlagen? Nee, das hast du vor, durch die Decke. 40 Meter unter der Erdnarbe, Grasnarbe. Gut, machen wir weiter. Zweite Aktion. Ja, du kannst direkt nächsten chargen, wenn du willst. Bunny geht hier rein. Charge den Zombie. Mutanten. Den wilden Mutanten. Wieder eine 3. Gegen die 4. Mhm. 7. 7. Nein. Gut. Dann versuche ich das Schwein zu aktivieren. Schinken. Auf die 5. Ja. Zwei Aktionen fürs Schwein. Da messe ich einmal nach, dürfte aber gehen. Ich glaube 6 Zoll. Ja, das passt, das ist drin, auch mit dem Bogen. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Du willst zu dem Kriechenden, ne? Ja. Wenn du jetzt an den anderen gehst, kriegst du plus einen auf Mili, weil ihr schon mit 2 einen attackiert. Da ist es einfacher. Es sei denn, du stehst auf, weil es das Schwein ist, du willst Action haben. Nee, nee. War nur so eine Idee. Das sind die kleinen Trickse. Ja, immer dran denken. Aber dann schaffe ich das, glaube ich, nicht mit einer Aktion. Ja, das macht es. Also 6 Zoll hierhin und zweite Aktion. Einmal Charge hier. Was haben wir denn? Milli 5 okay. Plus 1. Ja. Für den Kollegen. Das heißt auf die 4. Beziehungsweise ja, 2 plus, ja. So. Nicht auf die 4. Hast du natürlich. Stärke 7. Oh, echt? Das Schwein hat Stärke 7. Ja. Oh, wie kommt das? Krasses Schwein. Krasses Schwein. Okay. Defense 6 plus 1 für dich. Ja. Du hast es. Er hat den Zombie kaputt gebissen. Es ist ein wilder Mutant. Gut. So, als nächstes machen wir. Als nächstes machen wir Heidi. Heidi. Heidi hat einen Move-Wert von 5, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, genau.
da auf die... Ich muss leider nochmal nachgucken. Ich bin fasziniert von unseren Bunkerbauern. Die haben hier ein echt geiles Level gebaut. Aber ich zweifle an mir, ob es eine Einrichtung war für technische Datenverarbeitung. Ich glaube, es war mehr ein Ausstellungsraum für Keramik und Porzellan. Wenn man hier sieht... Oder es musste unheimlich darauf geachtet werden, dass man sich immer und überall desinfiziert, weil man sonst, es musste steril sein an den Datenträgern, sonst hatte man einen Virus. So, und wie geht's weiter mit deiner Dame? Ich mach dann mal. Ich wollte ja nur deine Überlegenszeit etwas überbrücken mit einem herzzerreißenden guten Witz. So nett. Auf die 4. Jawohl. Was hat sie vor? Handy versucht auch hier rein zu chargen. Ja. Auf den kriechenden Schlurfer. Hat 5 Zoll Bewegung. Ja. 3 bis hier. Ich knick die Dinger so ungern. 2 bis hier. Das schaffst du also. Passt doch. Und hatte erfolgreich aktiviert mit einer 10. Also sowas. Sie ist total voller Elan, weil Youngins und erste Level und dann noch Wall. Also die ist total ehrgeizig. Ja. Gut. Meine 4 gegen deine? 5. 5, okay. Ja, hast du wohl. Stärke 6. Gegen Defense 6. Würfelergebnis zählt. Hast du nicht. Gleich nochmal für die zweite Aktion. Ja. 5 gegen... Plus 1 auf deinem Würfel, hast du nicht. Nix. Und damit hat sich das bei ihr auch schon erledigt. Okay. Ja, was machen wir denn? Ich weiß, es ist nicht vorgeschrieben. Als nächstes versuche ich, Willy zu aktivieren. Auf die 3. Ach nee, Vater ist dabei, ne? Vater ist dabei. Willi eigentlich auf die 3, aber durch den Vater auf die 4. Auf die 4. Passt? Ja. Ja? Richtig. Also quasi eigentlich auf die 6 plus. So rum. Eigentlich auf die 6 plus. Ne? Richtig. Genau. Genau. Bewegt sich 5 Zoll. Der konnte auch nur 5 gehen oder hat der? Der konnte auch nur 5. Okay. Ja. So. Muss denn Willy unbedingt die Treppen hoch oder kann der auch. So, Willy hat aktiviert, erfolgreich aktiviert. Und die Frage war jetzt, muss er dafür klettern, Agility-Test oder irgendwas machen? Nein, muss er nicht, weil es ist eine Stufe. Und das ist noch kein Klettertest erforderlich, also es ist eigentlich nur bis zum Knie hoch. Das ist nur wie schwieriges Gelände, sprich 1 Zoll gleich 2 Zoll. Sprich, du kannst auf die Entfernung 1 Zoll abziehen. Dann wenn du bis hier hinkommst und dann hoch, weil dort müsstest du schon klettern, weil da ist das Gelände. Genau. Dann geht er... Ja, dann hat er 4 bis hierhin. Ja. Und dann wären... Da kommt er nicht mehr hoch. Dann hätte er 6 gebraucht. Dann geht's nicht. Ja. Und sonst, dann kommt er nicht vorbei. Da hast du blöd gestellt, muss ich auch sagen. Da kannst du leider jetzt nichts mehr machen. Du kommst nicht drumherum. Es ist alles sehr eng. Dann bewege ich mich aber einfach nur nochmal hier rein. Okay. Um Platz für den Rest zu machen. Gut. Wir sind in Runde 1. Willst du dich eventuell aufsplitten mit dem zweiten Druck? Oder alle da rein jetzt? Na, für alle drei ist ja kaum noch Platz da drin. Ja, deswegen. Wir gucken mal, was hinter Tor Nummer 2 ist. Ja. Ich muss einmal rumkommen, sonst sehe ich Tor Nummer 2. Ich aktiviere Mojo. Mojo, der mit der Barbecue-Soße. Mojo auf die 6, beziehungsweise 4 plus.
Das passt. Mojo geht zur Türe. Die öffnet sich natürlich. Er guckt in den Raum. Da würfelst du jetzt wieder mal einen W4. Was haben wir denn in dem Raum? 3 Stück. Genau. Gib uns doch mal 3 von diesen netten Kameraden. Die darfst du aufstellen. Jo, hier liegen schon ein paar. Sehr wahrscheinlich sind die das auch, die dann aufstehen. Und dann, obwohl er nicht hier, er möchte hier, er chillt noch in dem Sessel. Nee, noch viel geiler, er pennt und ist dabei gestorben. Das muss ich gleich nochmal machen. Also die sind natürlich aufgestanden hier. So, und da geht's dann schon ab. So, du hast jetzt noch eine Restaktion, wenn er 5 hatte von 4 Zoll. Ja, plus dann nochmal die zweite Aktion. Richtig, also du kannst jetzt quasi noch reinchargen in den ersten. Dann nimmt er sich den hier vor. Es wird besser gestellt. Das sind die Erfahrungspunkte, die man gewinnt. Mojo, Miliwert von 4. Ja, gegen meine Mili 4. Dann mach mal. Eine 9. Das wird schwierig. Ja, hast du. Ich habe eine Defense von 6. Mili 6. Dein Strange? Ah, das ist Strange. 6. 6, okay. Gegen meine 6. Ist eine 4. Eine 2. Habe ich erfolgreich abgewehrt. Das gleiche nochmal. Mili 4. Gegen meine Mili 4. Die Wandbrecher 3. Hast du. Stärke 6. Gegen Defense 6. 9. Haha, CA Zombie. Und hier, auch sehr, sehr schick. Eine Badewanne direkt neben einem Müllcontainer. Hier hat man sich zu Hause gefühlt. Ach, es ist keine Badewanne, höre ich gerade. Was war's denn? Da werden doch Sachen entsorgt. Chemieabfälle, Flüssigabfälle. Ach so, okay. Also so ein Reinigungsbehältnis, irgendwie ja. Strok. Okay. Aber eine Heizung haben wir hier. Wunderbar. Heizung immer gut. Heizungen immer gut. Wärme. So. Ja, dann, so. So, dann mache ich als nächstes Volker. So, ich mache das mal hier schon mal für den Kollegen. Die anderen weiß ich nicht, wo sie sind. Doch, hier sind sie. So, Volker. Volker steht noch da, ist ganz hibbelig. Ja, mach doch zuerst einen Intelligenztest. Ja. Mit dem Modifikator von -2. Das heißt, er hat jetzt nur noch... Was hat er denn? Ja, Volker. Auf die 6 plus nur. Auf die 6 plus. Müsste es sein. 7. Ja. Ja, hat er. Passt. Also er hat sich selbst unter Kontrolle. Jetzt kannst du auf die 4 plus aktivieren. Ganz normal aktivieren. Entschuldigung, ich will dir nicht deine alles voll haben. Das macht jemand anders auch immer bei mir, deswegen. Ja, damit das mal schneller geht. Richtig. Was hat er jetzt gesagt? Mittelwert 6 durch Paar 7, das heißt auf die 3. 8. Ja. Ist aktiviert. Geht mit hier rein. 6 Zoll. Haut die Wand. Es ist Volker, das muss so sein beim Volker. Das geht gar nicht anders. Er hat ja auch Schmerzen. Der spinnt, Junge, der spinnt. Oha, alles ist hier. Erdbeben. Achtung. Ja. Es ist halt alles hier etwas selbst gebaut und dadurch ist es etwas leichter. Es ist jetzt hier kein hochwertiges Plastik aus China, sondern einfach nur minderwertiges Plastik aus China. Auch Styrodur genannt. So. Wie geht's denn hier weiter in der Runde 1? Volker charged hier rein. Mhm. Sehr gut. Volker hatte, glaube ich, einen Miniwert von 6. Hat einen Miniwert von 6, würde jetzt
mit einem noch profitieren. Richtig. Familienmitglied. Ja, sind dabei. Drei mehr als drei. Ich habe. Ich mach mal hier. Ich hätte eine 4. Ich habe eine 4. Ja, dann hast du es geschafft. Und so weit von. Stärke 6. Gegen Defense 6. Ich habe eine 9. Ich habe eine 7. Oh, der Zombie hält alles aus. Mein Gott. War das gecharged? Hattest du zwei Aktionen? Das war die zweite Aktion. Ach, das war die zweite Aktion. Okay. Genau. Paar bleibt übrig. Paar bleibt übrig. Paar aktiviert auf die 3. Er hat eine 3. Ja. In der Tat. In der Tat. Ist eine Tat nicht eine Art Torte, nur herzhaft? In der Tat. Ist eine Pfeile versteckt, um aus dem Gefängnis zu kommen? Könnte man so sagen. Vielleicht ist das so entstanden. Ich glaube, da bist du auf dem Holzweg. Dann bist du auf dem Holzweg. Ich habe schon wieder das Original vergessen, wie es wirklich war. Ich glaube eigentlich mehr an die Version von meinem Kollegen. Welche Version? Ja, wenn man das Video geguckt hätte, wüsste man. Auf dem Holzweg ist, wenn du dann nicht aufs Asphalt laufen darfst, sondern auf dem Holzweg hinfallen, ausrutschen, weil glatt erst über Schlamm gelaufen, Holz, ausrutschen, Splitter im Arm, Infektion, Amputation im Arsch. Penicillin, ich glaube, so war das auch. So. Ja. Auf ich glaube, dass das, was bei Wikipedia steht, nicht richtig ist. Nö. Ja. Das weiß man ja eh, dass auf Wikipedia nur Scheiße steht. Ja, aber hallo. Ja. Alles gelogen, was auf Habe ich das überhaupt richtig gesagt? Das ist nämlich alles gelogen, was über mich steht. Ja, okay. Also für die Schlechten nur, ne? Ja, Holzklasse. Ja. So. So, Paar darf? Paar darf. Okay. Paar schafft es auch direkt hier rein zu chargen. Ja, klar. Er bückt sich vorne weg mit seinem Giole oben drauf. Ja, die Arie wird weiter gejodelt. Rennt. Und ist dran. Gut. Wir sollten vielleicht noch klären, wie hoch die Räume sind und ob die Rübe von dem nicht da ist. Der schreit die ganze Zeit mit seinem Schädel an der Decke. Aber ist dabei auch noch am Singen. Paar Folge nervvoll anstrengend. Ne? Ist ja nur so ein Bremsfaktor da irgendwie. So. Oh, ist er dann hier unten ein Zoll langsamer? Nö, der hat so viel Power. Der Typ da oben hat einfach nur einen scheiß Daten danach, würde ich sagen. Da hilft dann auch keine Big Midi Night mehr. Paar hat einen Milliwert von 7. Ja, plus die, also quasi plus die schaffst Kollegen du das. Ich kann's, du kannst es lassen, ich müsste eigentlich einen Crit schaffen, ja. Damit das überhaupt, schaffe ich aber nicht. Also du haust auf jeden Fall zu. Stärke 6. Stärke 6 gegen Defense 6. Eine 5. Eine 5, oh, ja. Für den Defender. Defensiven Defender. Ja. So. Da, ja, gleiches Spielchen nochmal. Ja. Crit. Ich habe einen Crit, du schaffst es nicht. Ja, Junge, das ist der Zombie. Ich muss dem, glaube ich, langsam einen Namen geben, weil der macht hier, das ist der Typ. Ich glaube, der war auch hier von der Sicherheitsabteilung, war das der Typ früher? Das war der Sicherheitsmann in dem Wolf. Sicherheitschef, ja. Ja. Ja, Sicherheitschef. Chef, ja, natürlich, klar. Na? Ja. Ja. Ja, ich bin durch. Oder es war der Hausmeister, Junge. Na klar war es der Hausmeister, auf jeden Fall. Sieht man ja auch schon an den grauen Kittel. Der kann auch so Matrix-Moves. So, yeah. Die härteste Sau im Bauch. Gut, also die erste Runde ist vorbei. Jetzt käme quasi meine Runde. Und die machen wir jetzt im Schnelldurchlauf und gleich wird euch dann erzählt, wie es dann war. So, die Runde ist vorbei, die erste. Die Jungs, die hier mal den Vault betrieben haben, haben sich etwas gewehrt. Wir haben das so gemacht, wenn, wie schon bei den anderen Spielen, wenn die respawnen oder sowas, die erste Runde sind die erstmal noch erst rausgeschlüpft oder aus dem Erdreich gekrochen oder aus den Schränken oder wo auch immer, machen erstmal nichts. Deswegen haben die ja nichts gemacht, außer man hat sie angegriffen, weil dann sind sie natürlich schon direkt in der Aktion und wehren sich natürlich auch. Er hat hier erfolgreich aktiviert, der Zombie, aber nichts gerissen. Und dieser auch und hat dann aber auch, ich habe den Namen von dir vergessen. Haley. Haley umgeklatscht. Ja, so. Mach ihn so. Wir kommen jetzt zur Runde 2 und das jetzt wieder im Schnellverfahren.
Und ihr werdet dann gleich eine Zusammenfassung bekommen, wie es dann war. So, meine Freunde. Runde 2 ist erfolgreich absolviert. Und es hat sich einiges getan. Aktiviert wurden alle Zombies. Mal schlecht, mal recht. Mal recht als schlecht. Der Hausmeister ist gestorben. Er wurde von Mojo sehr wahrscheinlich mit dieser Barbecue-Spritze ersäuft. Er hat ihm das Ding in den Hals gestopft und dann auf Gas oder Sprühen gedrückt und sehr wahrscheinlich ist er dann geplatzt. Dann war zwar etwas später, aber wenn wir gerade mal da sind, hat dann Pa auch den anderen Zombie weggeklatscht. Meine zwei Zombies wollten vorher Pa und Volker eine verpassen, haben sie aber nicht geschafft. Hier sind alle auf diesen einen Zombie draufgegangen, haben ihn aber nicht geschafft kaputt zu hauen. Mein Zombie, der den Youngens weggemacht hat, ist hierhin und wie man sehen kann, hat dem Schwein auf den Schwanz gezogen, hat ihm aber nichts getan oder das Schwein hat es einfach nicht gemerkt. Deshalb die Zombies hier eine schlechte Runde gehabt. Gut für den Dennis. Und dann kommen wir in die Runde 3. Das heißt, wir bleiben jetzt noch 5 Runden, um erfolgreich hier mal etwas zu looten. Na dann. Na dann. Packen wir es an. Ende Runde 4 und Dennis hat es geschafft, hier im Vault einiges kaputt zu hauen. Nämlich da die letzten Zombies, hier die letzten Zombies. Volker ist leider immer noch völlig irre und steht da gerade rum und weiß nicht, was er tun soll. Mojo hat dafür den Kühlschrank völlig eingetreten, denn beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Dann hat er seine, wie hat er das gemacht? Sein Messer? Hat er ein Messer? Der hat wahrscheinlich, weil sie mit dem Messer da so lange rumpopelt, bis das Ding irgendwann aufgegangen ist. Und dabei hat er eine Combat Armor gefunden. Das ist sogar ziemlich geil. Ja, Pa hat dann aktiviert, ist mit erfolgreich, also mit 2 Bewegungen an die Tür gelaufen, hat direkt gecheckt, was im Raum ist. Dennis hatte natürlich wieder richtig Würfelglück. Wir haben 4, hat er 4 gewürfelt. 4 Zombies, nein, 4 wilde Mutanten stellen sich ihm in den Weg. Einer direkt hier. Einer ist hier hinten am Computer-Terminal, vielleicht war er schon immer da. Und 2 sind hier und chillen ein bisschen. Vielleicht hören sie noch eine Jukebox, man weiß es nicht. Haben sie wahrscheinlich, bevor das Ding noch lief. Ja, und dann würde ich sagen, Runde 5 und du bist dran. Wir gucken mal, was hier so läuft und dann sind wir nach Runde 5 wieder da. Runde 5 ist auch schon vorbei und die Schröders haben sich mehr oder weniger hier rüber bewegt, um den nächsten Raum zu stürmen. Leider haben fast alle nicht erfolgreich aktiviert, weswegen die immer noch hier relativ weit hinten stehen. Auch Pa hat nicht erfolgreich aktiviert, ist trotzdem hier reingecharged. Hat es aber nicht geschafft, den Zombie umzuklatschen. Es ist kein Zombie, es ist ein wilder Mutant. Der wilde Mutant hingegen konnte erfolgreich aktivieren, 2-mal zuschlagen, hat den Paar aber gar nicht getroffen, weil er ist so ein geiler Kämpfer. Da ging nichts. Ja, die beiden verweilen hier noch ein bisschen und er verweilt da, denn niemand von denen hat im Moment eine klare Sichtlinie oder überhaupt eine Sichtlinie und deswegen ist Runde 5 schon vorbei und mit Runde 6 geht's weiter. Ein bisschen Loot geht doch da noch. In Runde 6 sind die Schröders weiter vorgerückt. Leider hat der Dennis echt Pech mit seinen Aktivierungen, deswegen hängen Mojo und Bunny hier hinten noch rum. Volker ist wieder raus aus seinem Frenzy-Zustand, der hat das geschafft. Er ist leider mit seiner erfolgreichen Aktivierung und maximalen Bewegung ähnlich wie Willy nur nach hier gekommen. Aber das Schwein konnte chargen und zwar so weit, dass er hier hinten am Mutanten steht. Das hat den nächsten getriggert, der ist hier ein bisschen lang gelaufen, ebenso wie die 2 so ein Stück hier nach vorne gelaufen sind, weil sie da irgendwie Geräusche hören. Der Dennis hat es nicht geschafft, den Mutanten wegzuklatschen. Der Mutant hat es aber auch nicht geschafft, obwohl er sogar eine 8 beim Verwunden hatte, das Schwein, den Schinken wegzuklatschen. Und deswegen sieht es immer noch so aus und wir beginnen Runde 7. Los geht's. Runde 7 ist zu Ende und ja, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber so ist das Spiel. Aber der Reihe nach. Alle Familienmitglieder haben es inzwischen in diesen Raum geschafft.
Paar hat sehr erfolgreich hier vorne einen umgekloppt, ist dann wie ein Irrer mit dem Kopf von dem Typen hier voran in das Bücherregal gerannt, hat dabei eine Fiole mit Gift rausgezogen. Poison Vial wurde erwürfelt, sehr geil. Also Stärketest hat er natürlich geschafft, hat er natürlich Ding direkt zerlegt da, ne? Mit der Rübe vorne. Des Weiteren, ja, ihr seht es, da liegt der Volker, denn dieser Zombie, der hier hat nicht wirklich was gemacht und dieser wilde Mutant ist dann reingecharged und hat tatsächlich direkt mit dem ersten Versuch Volker umgekloppt. Das war ein bisschen doof, krass, aber eine Runde bleibt dem Dennis noch und eventuell kriegt er nochmal einen Loot, vielleicht holt er sich noch ein bisschen XP für Kills, mal gucken. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der letzten Runde und Dennis kann nochmal alles geben. Runde 8 vorbei und alle Zombies sind aus dem Weg, alle Mutanten sind aus dem Weg geräumt worden und Mojo hat es mit seinem Fass nicht geschafft, diese Kommode zu öffnen, warum auch immer. Pa hat die gleiche Aktion versucht wie ihr mit dem Bücherregal, aber irgendwie, ich würde sagen, Zähne ausgebissen. Das hat nicht funktioniert. Das ist sehr schade, jetzt hat der Dennis nämlich keinen Loot da mehr bekommen. Das heißt, er hat in dem Vault bisher nur 3 Lootmarker entfernen können, aber eine Menge Gegner kaputt gehauen. Müssen wir gleich mal noch zählen hier, nicht, dass das durcheinander kommt. Und was aber das Gute ist bei dem Vault, zusätzlich zu dem Loot, wir gucken natürlich gleich auch noch, was er für Erfahrungspunkte und Zusatzgeld, hier Coins bekommt. Was aber sehr geil ist, wenn man nämlich das Feld einnimmt von dem Vault, dann hat man bei dem ersten Mal, also bei dem Einnehmen, ja keine Unterhaltskosten für die Warband, weil man davon ausgeht, die ritten da jetzt alle Scheiße noch irgendwie raus, die sie hier auf dem Weg finden können. Das wird verkauft und dadurch generiert sie so viel, dass die Warband nichts kostet. Das ist ja nicht schlecht. Wir müssen allerdings jetzt mal ein bisschen noch umbauen und gucken beim Dennis, denn der Volker ist ausgeschaltet worden und vorhin draußen auch der Willy. Willy oder Willy? Billy. Billy? Diesmal ist Billy, ja. Das heißt, 2 sind ausgeschaltet worden. Mal gucken. 3 sogar. 3, das Mädel. Oh Mädel. Gott, stimmt. Mädel ist auch weg. Die neue. Ja. Ja, dann gucken wir mal, wer da vielleicht hoffentlich überlebt. Ich hoffe natürlich alle. Also, wir bauen um und sind gleich nochmal da. Da sind wir. Da liegen sie, die Opfer. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob Haley, Billy und hoffentlich Volker, was mir echt wehgetan hat, wieder auferstehen. Und ja, schauen wir einfach mal, dass wir auf der entsprechenden Tabelle würfeln. Einen W10. Genau, einen W10. Mit wem fängst du an? Ich fange mit Haley an. Okay. Eine 5. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja hier bei Advancing, aber es geht ja erstmal ums Überleben. Moment. Ein W10 und du hast eine 5. Eine 5. Das ist banked up. Das Modell hat ganz gut was eingesteckt, aber ist wieder am Start. Allerdings mit einem minus 1 auf alle Würfelwürfe im nächsten Spiel. Das schreibe ich mir doch mal eben auf. Ist aber ansonsten wieder voll dabei. Du könntest sie sogar theoretisch ins Wasteland schicken. Auf alle Würfe im nächsten Spiel. Hervorragend. Dann machen wir mit Billy weiter. Eine 4. Das ist ernsthaft verwundet. Einmal auf dem Injury Table rollen. Injury Table sind 2 W10. 2. Hier ist noch einer. Und dann einfach zusammenzählen. Natürlich. Eine 14. Eine 14. Flashbacks. Das Modell muss einen Willenstest machen. Immer am Start eines Spiels. Wenn es failt, dann darf es in dem Spiel nicht eingesetzt werden. Es zählt aber in dem Spiel dann auch nicht als Verlust oder ähnliches. Das heißt, am Anfang jedes Spiels muss er testen, ob er von seinen Flashbacks übermannt wird oder nicht. Sehr geil. Ansonsten aber wieder voll einsetzbar, könntest du theoretisch ins Wasteland schicken. Okay. Ja, dann machen wir Volker. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Eine 5. Eine 5. Das ist dasselbe wie das, was sie hat. Also minus 1 auf alle Würfelwürfe im nächsten Spiel. Ansonsten ist er wieder am Start. Und deine Warband ist ja schon ganz schön groß geworden. Du kannst ja jetzt Wahnsinn, ne? 4 Leute aussuchen. Also Schwein halt nicht, aber 4 Humans oder naja, Mutants, Humane, Humanoide, die irgendwie ins Wasteland gehen. Plündern. Also Haley, die kriegt erstmal von ein paar ordentlich die Leviten gelesen. Schwein fällt, wie gesagt, auch weg. Stellen wir auch direkt mal hier hin.
Billy hat einfach zu viel mitgemacht. Aber Willy, Bunny, Mojo und Volker, die gehen ins Wasteland. Okay, dann einmal 4 Karten nehmen, vor die Figuren legen und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Income ist diesmal sowieso nicht schlecht, denn ne, die Warband kostet in diesem Spiel nichts. Du hattest schon 2 Felder besetzt, bekommst also 10 Münzen sowieso. Schon mal gar nicht schlecht, aber mal sehen, was dazu kommt. Mal schauen. Willy, naja. 9 Coins. Bunny. Oh, okay, gucken wir gleich. Mojo. Naja. Volker. Naja. 18, geht ja. Aber was macht denn die Dame da? Die Dame. Nein, das ist sie nicht. Wo ist sie denn? Diamonds. Queen of Diamonds. Da haben wir sie. Da. Okay, Hired Gun. Das Modell wird von einem etwas zwielichtig aussehenden Händler angesprochen, der nach Bodyguard sucht. Wenn du zustimmst, dann fehlt dieses Modell die nächsten W3 Spiele und ist auch nicht verfügbar für die Warband, also zum Looten oder ähnliches. Für jedes Game, was du damit fehlst, bekommst du 25 Coins. Das ist halt der Lohn, ne? Ja. Wird allerdings erst deinem Guthaben positiv gut geschrieben, wenn das Modell wieder da ist. Also nicht jetzt oder so, sondern erst irgendwann. Du kannst das Ergebnis ignorieren. Weil du einfach jemand anderen empfiehlst, der den Job vielleicht auch gut machen könnte. Klar, Bunny empfiehlt jemand anderen und dann wird das ernst genommen. Und dafür bekommst du W10 Münzen. Ja, aber dann nehme ich die W10 Münzen, ja, weil ich möchte Bunny gern dabei haben. Ja. Ja, dann würfel doch mal ein W10, gucken, wie viel es da gibt. Eine 2. Ja, war der Tipp wahrscheinlich nicht viel wert. Ja. Okay, das heißt 9, 18 plus 18, 36, 38 Coins plus deine 10 von deinen Gebieten. Bist du bei 48 und wir gucken dann, aber das machen wir jetzt nicht mehr mit der Kamera. Wir gucken jetzt gleich noch, was der Dennis alles an Coins bekommen hat für den ganzen Loot, den er so gefunden hat, also für das Durchsuchen und so. Erfahrungspunkte für die ganzen Kills, denn das war eine Menge. Ich hatte gesehen, wir haben die 4 aus dem letzten Raum noch gar nicht aufgeschrieben gehabt, meine ich. Doch, und die hatte ich auch schon mit dabei. Echt? Hattest du schon dabei? Ja. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ah, guck mal, da fehlt doch noch einer. Ja. Hat Bunny noch einen gekillt? Ja, Paar hatte auch einen gekillt, den auch am Anfang. Ja. Genau. So, dann haben wir's. Gut, also wir machen das, gucken mal, wie es mit der Warband aussieht und bevor wir jetzt ganz raus sind, gehen wir noch einmal rüber zu der Karte. Der Dennis kann sich direkt mal noch ein rosa Fähnchen mitnehmen. Ich habe es leider schon reingesteckt, weil es lag da so lose rum. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Ah, okay. Herr Pfeife war ein bisschen schnell und hat, aber eigentlich ja zu Recht, das dritte Feld ein Fähnchen gesteckt. Und damit besetzt der Dennis das dritte Feld. Ist im Moment der einzige der 3 Felder besetzt, ist ganz gut vorangekommen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wann es weitergeht mit deiner Warband. Ich auch. Ich hoffe, so bald wie möglich. Das hoffen wir doch alle. Ja. Und ja, ne, denn der Dennis war ja hier zu Gast, hat jetzt mega viele Games irgendwie durchgezockt. Nebenher dem Pfeiffer noch 200 Minis bemalt und so, also es war Wahnsinn. Aber leider möchte er wieder gehen. Ich verstehe es nicht. Naja. Ja, unbedingt. Ich will. Ja, tja. Ich halte es nicht mehr aus. Wahnsinn. Ständig wird man genötigt. Zu allem. Zu allem. Oh zu Gott. Allem. Mein Gott. Ja, auf jeden Fall super geil, dass du wieder da warst für die ganzen Games. Ich auch gefreut. War geil. Hat Spaß gemacht. Ja. Mega. Und erfolgreich war es auch. Ja. Weil wir seht ihr selbst. Ja. Ja. Aber wartet mal ab, bis die anderen jetzt hier noch ihre Spiele machen. Vielleicht ein bisschen nachrücken und dann musst du, weil wir werden dich natürlich auf dem Laufen halten, musst du ganz schnell wiederkommen und natürlich da auch noch einen nachlegen. So. Mach ich. Okay, Leute. Wie ihr seht, ist es schon wieder dunkel geworden und wir sind damit raus und sagen Tschüss. Tschüss.